Herzlich willkommen in Mali, ihr Lieben. Hier unten seht ihr das erste Begradigungsheilzentrum Afrikas. Ja, und hier in Mali ist es auch das erste Geistheilungszentrum. Und natürlich auch Schule für das geistige Heilen und bald auch Schule für die geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Anne und ich und einige Schüler unserer Schule sind jetzt auf dem Weg dorthin mit Jale und Papa Wango und natürlich Loredana von der Mali Kinderhilfe. Ohne diese drei Herzensmenschen wäre das Ganze hier nicht möglich gewesen. Das neue Heilzentrum liegt ungefähr 2 Stunden von der Hauptstadt Bamako entfernt und ist nicht nur ein Heilzentrum, sondern auch ein Waisenhaus, eine Schule für diese Region, eine Notfallstation und eine Geburtsstation und eine Apotheke ist jetzt auch mit dabei, um den Menschen in dieser Region ganzheitlich zu helfen. Ja, es hat sich schon herumgesprochen, dass wir kommen und so ist das ganze Dorf auf den Beinen, um uns zu begrüßen mit Tänzen, mit Trommeln und ja, mit festlichem Schmuck und ja, die Leute sind überschwänglich und so dankbar und freuen sich, dass wir jetzt endlich hier sind. Schaut euch das an. Hier warten bereits der Bürgermeister der Gemeinde auf uns, sowie der Imam der Moschee, auch der Rektor der Schule, der Leiter des Waisenhauses und noch die Ärzte des Notfallzentrums sowie Hebamme und natürlich die Schamanen dieser Region. Kau, kalau kesini kena ya dauma,
Togodimba ya kenetu. Alaga aukisikisi gere gerema. Ani seitana mislamin. Die Dorfältesten und der Bürgermeister halten Begrüßungsreden für uns und drücken ihre Dankbarkeit aus, indem sie erzählen, was sich die letzten Jahre durch unsere Hilfe alles getan hat. Mama dia, madu. Ah, idam
mila ulimadu nedu hakili bila nedu nyabila mamadu yo saiba ni mamadu lamine ni mamadu keni batala wele keni babaka yo kani sondi juguso kurata mamadu tewa awata mamadu tewa kabre nefa mana jeliana walai bilai nefa mana jongiri dala mana koroni ankorola sa antele wafo Und
dem seine Frau Berfu. Auch dem seine Fikini Frau Berfu. Nun besichtigen wir das Hallzentrum mit Schule, welches wir im Bau mit unterstützt haben. Unten sind die Schlafsäle der Kinder, oben die Lehr- und Behandlungsräume. Später besichtigen wir noch ein zweites Gebäude, was dazugehört, was die Geburtsstation und Apotheke beinhaltet. Unsere herzlichen Begrüßung an unserem Heiltag beginnen wir mit den Heilbehandlungen und Wirbelsäulenaufrichtungen. Es kommen zuerst die Älteren und später die Kinder und die Lehrer und Helfer. Ja, die linke Schulter
Gut, und dann sind wir 3 cm. C'est 3 cm. A dinner 3 cm. Dann haben wir eine. A poor metal in coffee. Ja, das ist sehr, sehr hart in dieser Seite. Ja, das sieht man ganz deutlich. Die Wirbelsäule geht nach links. 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 C'est pas grave, droit. Und hier unten nach rechts rüber. Ja, aber das ist droit. Ja, erklären du. Ja, erklären du. Ich hab's was. Ja, erklären du. Immer ja. Aber bitte touché. Mais ja, wo war das? Hier war das. Ja, wo war das? Hier war das. In der Gebet. Das heißt, so steht die Die Menschen haben hier besonders an trockenen Gelenken zu leiden, durch den Staub, durch den Wassermangel und sitzen natürlich auch sehr viel auf ungesunden, niedrigen Stühlen, die teilweise halb durchgesessen sind, aber auch natürlich noch viel auf dem Boden. Dann wie immer in der Armut, Ernährungsmangel, Vitaminmangel, Mineralienmangel und dadurch Abbau der Knochen. Auch natürlich sehr viele Verkrümmungen, schiefe Wirbelsäulen. Wir sind froh, dass wir wieder helfen können. Wir vermessen die Menschen wie bei uns im Heilzentrum auf. Und ihr seht, auch in Mali sind die Leute krumm und schief. Anne sagt ja immer, die Volkskrankheit Nummer 1 sind die Wirbelsäulenerkrankungen und die Verkrümmungen. Und das sieht man auch wieder mal hier. Seht euch das an. Oh. Oma. Ja. Ah. Ist gut. Ja, gut. Cool, très bien. Très bien. Er muss mehr trinken. Er hat seine Wohnung ist schon gut. Seine Wohnung ist schon gut. Seine Wohnung ist Die Menschen leiden hier besonders an Verletzungen der Beine. Sie laufen ja hier barfuß. Der Verkehr ist chaotisch, kreuz und quer. Es ist richtig gefährlich auf den Straßen für Fußgänger. Gehwege gibt es nicht. Alles läuft auf der zentralen Straße. Dort finden auch die Geschäfte statt. Dort sind auch die Geschäfte. Und ohne Schuhe natürlich auch, geht auch in dem warmen Land gar nicht, mit Schuhen hier herumzulaufen. Hier gibt es 40 bis 50 Grad tagsüber. Und so haben die Menschen viele Verletzungen von Sprunggelenken, Verletzungen der Zehen,
Und ja, wir sind froh, dass wir auch hier den Leuten helfen können. Und sag noch dazu, das bleibt für immer. Ah, Sie sagen danke, Nikola. Für immer. Ja. Ich arbeite jetzt an 5 Körpern. Seine physischen Körper, seine Energiekörper, seine Emotionalkörper, seine Gedankenkörper und seine Seelenebene. Ich habe gerade an der Farifambe, an Molo und die Farifambe. Geistheilung arbeitet immer an all seinen Körpern. Es wird ihm unterher viel besser gehen. Aber bei der Farifambe, die Mühe noch ja. Wollte sehr froh, die Mühe wäre, wo Allah drüber geht, aber nur er ist. Und diese Energie geht auch nicht mehr verloren. Ich bleibe immer bei ihm und er wird alles reparieren, was zu tun ist. Ja, ich habe sie gerade zusammen. Also, ja. So, Jan. Seit einem Jahr hat der Unfall gehabt. Und die Doktor haben ihn empfohlen, die Füße zu schneiden. Also das Bein abzuschneiden? Das Bein abzuschneiden, genau. Und er hat? Er hat bis jetzt immer noch Schmerzen. Das war mehr wie gesplittet. Eine Haut ist über sein Fußzweifel gegangen. Ein Jahr. Ja, das heißt, das Bein ist länger gewachsen jetzt durch den Unfall. Die Knochen sind zusammengewachsen und länger als das andere. Ich sage, Sie sagen. Kolobega Kolini Wolfe. Sani Senka Jangani. Du warst am Mund. Ich bin in der Nähe der Kleber. Ich war der Jesse. Ich war der Jesse. So, hier haben wir den Jungen mit dem Unfall und hat 2 Zentimeter Unterschied im Lied. Der ist gestürzt und sollte das Bein amputiert bekommen, abgenommen kriegen. Und hier haben wir jetzt, er hat aber Nein gesagt und jetzt behält er sein Bein, aber hat es notdürftig gepflegt. Ja, und dabei hat er noch einen Schiefstand von über 3 Zentimetern und belastet dieses kranke Bein noch zusätzlich, weil er ja den ganzen Tag beim Laufen auf dieses Gelenk hier stützt. Sie schickt noch Medikamente zusammen. Und das ist natürlich ein Schaden. Sie müssen hier anders korrigieren als beim Abwürgen. Er hat schon sehr gemacht. Ist das eine offene Wunde? Ich glaube nicht daran. Ich glaube, die fixieren mit diesem dramatischen. Obwohl das Licht ein bisschen, als wäre es offen. Ja. Ich hoffe mal nur, dass die Schiene nicht zu lange kommt. Ah, gut, Mama, gut, 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 gut. Wunderbar gerade, ja. Perfekt gerade geworden. Wir haben ja einen perfekten Ausgleich, trotz Schiene und mental im Fußgelenk hat sich das so herrlich dargestellt, die göttliche Ordnung hat funktioniert. Seine Wirbelsäule ist gerade. Ich habe bei ihm
auch auf dem emotionalen Ebene, mental, Angst, den Schock, die Traumatisierung, alles, was er dort gesammelt hat, das war eine große Last auf seinen Schultern und davon habe ich ihn auch gefragt. Aber wie ist es an Parang na chulo nila kasi yun na dito siya ba drama control nila yam Zentimeter Beckenschiefstand bei diesem Herrn und ja, gut, dass er hier ist. Da werden zwei Wir haben wieder einen großen Beckenschiefstand bei der Dame, 2,5 Zentimeter Unterschied. Und jetzt bin ich bei Good mama, good, 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 very, very good. So, hier werden die Fußfotos gemacht von unserer Loredana. Und hier läuft der Informationsfilm. Gut, steht dir gut? Mama, good, good, good. Balle, la scapoli a sinistra. Quatre centimètres de différence.
So, hier haben wir 4 cm Beckenschiefstand. Also, grande différence. Hier ist der Unterschied sogar, nee, ist nicht größer. Ist genauso. Video, s'il vous plaît? Video? Ja? Video. C'est bon? C'est bon. 4 cm Beckenschiefstand. Gut. Foto? Pause? So, hier haben wir 4 cm Beckenschiefstand. Gut? 4 cm. Ja. Man sieht, die Fußknochen sind auf einer Höhe. Die Frau hatte einen Unfall, war vom Baum gefallen. Und über die Jahre sind die Muskeln hier etwas verkürzt, aber die Knochen sind auf einer Höhe. So, die Fußknochen sind perfekt auf einer Höhe. Beine sind gleich lang. Ja, ist alles in Ordnung. 2 cm Differenz. I'm a good guy. Good. Gut, ein Foto. Axiale Rotation. Das ist im Liegen und das ist im Sitzen. Thank you.
2 cm Beckenschiefstand im Liegen. Das ist der Lehrer der Schule vom Djali hier, vom Waisenhaus. Ein großer Unterschied. Bien tiré, c'est droit. Ja, ist perfekt. Gerade, kommst du noch ein bisschen rüber? Ja. So, très bien. So, hier haben wir 3 cm Beckenschiefstand. Gut, Foto bitte. So, der Tag neigt sich dem Ende zu. Alle sind mehr als begeistert, glücklich, zufrieden, können besser laufen, fühlen sich wohler, Schmerzen sind verschwunden. Wunderbar. Ja, die Kinder verabschieden sich, aber wir möchten euch noch zeigen, wie die Kinder hier leben. So, natürlich gibt's am Abschluss immer Geschenke. Die hat die Loredana und unsere Schüler, der Michael, mitgebracht. Kleidung und Spielzeug. Und ja, jeder bekommt ein neues T-Shirt. Und das ist natürlich der Highlight des Tages. Die Waisenkinder werden hier unterrichtet und lernen auch, sich selbst zu versorgen. Sie bestellen ihren Gemüsegarten, lernen, wie man Gemüse anpflanzt und versorgen sich auch somit selbst. Denn Spenden gibt es nie genug und die Betreuer, die Lehrer und auch die Ärzte müssen sehen, wie sie über die Runden kommen. Ja, in diesen kleinen Hütten hier, da seht ihr übrigens die Wohnhäuser der Ärzte und ihren kleinen Gemüse- und Tiergarten. Ja, eine Schülerin sagt gerade zu mir, Tanja, das ist ja großartig. Früher war das bei uns auch noch so. Man hat Unterricht draußen gehabt, man hat im Garten gelernt, anzupflanzen. Es gab auch noch verschiedene Unterrichten, die mit der Ernährung zu tun haben. Und das findet heute alles nicht mehr bei uns statt. Und hier ist das noch. Wie schön, wenn die Kinder sich einpflanzen, sehen, ernten und die Natur besser kennenlernen. Das müsste bei uns wieder eingeführt werden. Die Kinder, die besonders fleißig sind und Interesse haben, können in der Tanzschule von Djali und Papa Wango aufgenommen werden und dann später sogar damit auf Tournee nach Deutschland kommen. Schaut euch an,
wie die Kleinen schon eifrig mit dabei sind und die afrikanische Tradition im Tanzen ausdrücken.
Lieben, das sind die Aktivitäten des Mali-Kinderdorfes und der Mali-Kinderhilfe von Djali und Papa Wango mit Unterstützung von Loredana Blanco. Ihr habt gesehen, es fehlt an allem. So bitten wir euch hiermit um eure Spenden und Unterstützung. Die Spenden sammelt die Mali-Kinderhilfe ein, können aber auch über unseren Geistheilerverein weitergeleitet werden. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und euer Interesse. Ihr könnt natürlich auch einmal persönlich hier nach Mali fahren und eine Woche Urlaub machen und alles kennenlernen. Wir freuen uns auf euch.